Willkommen zurück, Leute. Wir sind hier noch mit Kira unterwegs. Wir versuchen jetzt, das uns zu holen, was uns der Elfe ihr nicht gegeben hat. Wir haben hier gerade eben einen Golem gesehen. Da sieht er den auch im Hintergrund. Ich denke mal, wir werden uns mit dem mal ein bisschen schmusen gehen. Er freut sich schon, wie man es sehen kann. Jetzt interagieren wir mal kurz. Ich gucke nochmal kurz ins Bestiarium rein, was wir für den Golem am besten benutzen. Wobei, ich glaube, ich bin mir schon sicher, nein. Ich weiß es schon, sorry. Wir brauchen auf jeden Fall, Axi, würde ich sagen. Axi bringt uns am meisten. Erden, magische Falle, das bringt uns doch für den Golem nichts, oder? Ach komm, scheißegal, wir gucken jetzt einfach nochmal rein. Ins Bestiarium. Wo ist das Golemchen? Das Golemchen. Das bringt hier gar nichts anscheinend, aber ich glaube trotzdem, dass Axi uns was bringt. Der chillt doch dann trotzdem, wenn wir ein bisschen großartig. Hallo! Oh yeah, he's a good boy. Come on, man. Woohoo! Golemchen, wir sind da. Oh yeah. Er ist wach. Nimm und dies. Level 6. Ich weiß gar nicht, welches Level der andere vorher hatte. So, okay, siehst du, es bringt ein bisschen was. Naja. Aua, das tut doch weh. Oh, wir warten mal. Vielleicht tankt uns ja Kira ein bisschen. Ah, das wollte ich eigentlich genau so nicht machen. Welche Aktion habe ich denn da gemacht, die ich erlaubt war? Hat der Kopfschmerzen, aber warum versucht er sich hier so? Oh, oh, ja, ja, ist ja okay. Ja. Dieser Golem hier. Ist aber hinter uns her. Also so lachen musste auch nicht, Helena. Helena, was laber ich denn da? Kira. Sorry. Dem Jungen geht's einfach nicht gut. Der hat Schmerzen hier. Wieder. Weißt du, wenn du jetzt mal nichts machen würdest, Kira, hier, dann könnten wir das einfach machen. Ja, ja, jetzt schläft er wieder. Super, okay. Immerhin pennt er jetzt. Glühendes Erz, wir haben doch wieder keinen Platz, Leute. Es ist zum Kotzen, ey. Kannst du uns mal was abnehmen hier? So viele Schatzkisten. Es ist so genial. Ich knall mir jetzt erstmal alles rauf hier. Stahlblecher, ein Stahlblech, weiß ich nicht. Wofür brauchen wir mal diese 1000 Stahlblecher? Hundeteil Geisterstaub brauchen wir auch nicht. Kavalleriehandschuhe. Kavalleriehandschuhe haben wir doch eigentlich schon welche. Oh, Demeritiumbombe. Fluren, Ziegenhaut, Meteoritenbarren, ja. Kronen sowieso. Oh, scheiße, ey. Gibt's ja sonst noch was? Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. Oh nein, da ist noch was. Reines Silber, ja klar. Ey, das hätten wir mal verkaufen sollen, Mann. Oh nee. Gut, okay, jetzt dürfen wir wieder mal schön ins Inventar gucken. 6 Kilo zu viel. Jägerhandschuhe, weg. Na, die sind schon ganz gut, ne? 9 Rüstung und unsere haben 5 weg. Nehmen. Weg. Ja. Naja.
Minus 3. Und weg. So, dann sind jetzt noch 4 Kilo zu viel. Hexer Silberschwert? What the? Okay. Warte mal. So. Stahlwaffe. Alter, der ist genial. Wow. Warte mal. Kurz hier. So, 59 Staden. Okay, gut. Und das Ding hier ist eine Stahlwaffe. Und das können wir jetzt nutzen. Und das hat 87 Schaden. Saugeil. Einfach nur wirklich gut. Metinische Klinge. Naja. Novigrader Schwert. Und tschüss. Dann waren es jetzt noch 2. Jetzt, ganz ehrlich, dieses Schwert eines Kriegers der wilden Jagd, das kann mich auch mal echt mal richtig mal... Hose, Jägerhose, weg. So. Dann kommen wir jetzt, gucken wir jetzt mal in den Plunder rein. Da ist natürlich auch nichts drin, ne? Reines Silber, bringt uns auch nicht wirklich was. Scheiße, ey. Ich muss mir jetzt echt überlegen. Verwiesenes Fleisch. Sowieso weg hier. Alles weg. Bullshit. Braucht keiner. Rehhaut. Auch eins weg. Und wir sind nicht mehr überlastet. Jawohl. Da können wir jetzt ja wieder eine Runde pennen. Es tut mir leid, aber ich schlafe einfach in diesem Spiel so gerne. Eigentlich ist es total bekloppt. So, finde einen Weg zur Oberfläche. Immer noch. Gut. Ein Raum hat bestimmt eine Illusion hier, oder? Ich sehe hier bislang keine Illusion. Nö. Oder da vielleicht? Aha. Was haben wir denn da? Hätte ich jetzt mal Bock auf eine telekinetische Druckwelle. Ich will dafür nicht eine Bombe verbraten. Nehmen wir einfach mal das. Peng! Good morning! Ey, wer ist hier schon wieder ein Golem oder sowas? Hexersinne. Aktuell nichts zu sehen. Wieder eine Truhe. Oh. Leinen, ey. Ach, braucht doch keiner hier. Gibt's da wieder was? Eisenerz. Fährtenleserstiefel sind scheiße, brauchen wir nicht. Ich guck einfach nur mal rein, aber ich glaube nämlich nicht, dass das was bringt. Diese Fährtenleserstiefel bringen uns, glaube ich, nicht weiter. Jägerstiefel 12, okay. Wo sind diese Fährtenleserstiefel? Wo sind denn die? Die hatte ich doch. Ah, da. Da oben. 13, doch. Doch, so viel. Kavalleriestiefel, Jägerstiefel, Kavalleriestiefel. Ein von denen geht schon mal weg. Das ist der hier. Dann haben wir hier noch Jägerstiefel. Ein Rüstung, ja. Und tschüss. So. Und Kavalleriestiefel ran. Und Jägerstiefel weg. Und weiter geht's. Kommen wir denn hier raus? Kommen wir hier einfach so durch oder was? Hier kommen wir doch nicht durch. Bis auf dass ein paar Steine hier weggegangen sind. Ist hier eine Illusion? Keine Illusion. Kera, weißt du, kannst du mal sagen, wo es hier lang geht? Ich habe keine Ahnung. Ich bin überfordert. Vielleicht hier? Natürlich nicht. Vielleicht hier? Natürlich auch nicht. Was ist das denn hier?
Okay, gut, dann gehen wir jetzt einfach mal da lang, wo wir lang sollen. Nur gehen wir mal kurz auf die Karte gucken. Ja, ach nee, ach nee. Also wir sollen jetzt einen Weg zur Oberfläche finden. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ja, wissen wir. Ja. Kira, ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Müssen wir jetzt hier wieder ganz raus? Ja, ich habe ja jetzt echt nicht den blassesten Schimmer, wo es hier lang geht. Gehen wir. Jetzt hier raus, ich glaube schon. Ja, es scheint hier raus zu gehen. Hier ist etwas. Ja, interagieren. Wo ist das Artefakt, das Keira mir gegeben hat? Warum ist die denn? Kommt die hier nicht raus, oder wie? Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Also, wir müssen hier definitiv raus. Also, jetzt gehen wir raus. Eine Illusion. Und wir sind wieder draußen. Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich hab dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Ich werde dich besuchen, ganz sicher. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Keira. Alright, wo sind wir denn hier gelandet? Und wir haben eine Einladung von Keira. Ich will nicht sagen, aber irgendwie hätte ich jetzt Bock, da mal auch eine Quest zu machen. Wir sind in der Hauptquest jetzt schon richtig weit gekommen, muss ich sagen. Ich gucke mir die Quest einfach mal kurz an. Eine Einladung von Keira. Hast du denn Hexeraufträge oder wie? Wo soll die denn sein hier? Da. Empfohlene Stufe 6. Ja, die kann man ja machen. Aber wir sind ja hier noch schön im Sumpf. Gucken wir mal kurz auf die Weltkarte, wo wir da hin müssen, um zur netten Keira zu kommen. Ja, die ist... Naja, geht. Geht. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal hier ein bisschen um wieder. Wir sind ja hier mittlerweile doch ein gutes Stück wieder entfernt von Mittelhain oder nördlich von Mittelhain, wo wir uns das ursprünglich mit Keira das erste Mal getroffen haben. Diese Gegend sieht auf jeden Fall nicht viel besser aus als sonst, ne? Also... Hier ist ein Schiff. Schön. Schönes Schiff hier. Und nun? Boote. In der Hexerwelt mit ihren Flüssen, Ozeanen und großen Bergseen gibt es zahlreiche Gegenden, die man weder zu Fuß noch zu Pferd erreichen kann. Man muss vielmehr schwimmen oder segeln. Halte an Stränden und Orten, die mit dem Hafensymbol markiert sind, nach Booten Ausschau.
Vorsicht, wenn dein Boot auf Felsen oder andere Hindernisse läuft, nimmt es Schaden und kann auch sinken. Dann wollen wir mal Boot fahren, da hab ich mal richtig Bock drauf. Ahoi, Leute. Ist das lahm? Okay, gut, es geht doch schneller. Gut zu wissen, dass es auch noch ein bisschen schneller geht. Oh, was ist denn das da hier für eine Insel? Hauptsache, hier kommen nicht irgendwelche Monster oder sowas. Okay, wir können schnell reisen, das weiß ich auch. Aber wir wollen jetzt erstmal ein bisschen Boot fahren. Hauptsache, Geralt wird nicht schnell seekrank. Ich will einfach mal hier direkt straight darauf zufahren. Wobei, wir lassen jetzt mal kurz nochmal die Hauptquest offen. Oh, nach Skellige. Oder, Moment, nach Skellige brauchen wir jetzt erstmal noch nicht, weil da braucht man eine empfohlene Stufe 16. Das, glaube ich, brauchen wir erstmal nicht hier. Okay, gut. Ein versteckter Schatz. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass da was sein könnte. Ich will jetzt raus hier von dem Boot. Kann ich mal hier runter von dem Boot? Hallo. Warum komme ich hier nicht runter? Was soll denn der Scheiß? Gut. Das war sehr elegant gelöst. Ist hier vielleicht irgendein Monster oder sowas? Aktuell ist hier kein Monster. Okay. Guten Tag. Oh, scheiße, was ist denn hier los? Ja, im Wasser bringt es auch nichts. Dafür sind die zu stark. Geben wir ihm eine Runde Igni. Zu viel gerade. Alter, übertreib's mal nicht hier. Welche Level haben die denn? Scheißviecher. Okay, es hat doch noch gereicht. Allerdings ist unsere Rüstung kaputt. Wir müssen hier irgendwie hoch. Schwimmen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Was soll denn das? Blutbeschmierte Notiz. Blutbeschmierte Notizen. Gucken wir mal. Bullshit, ich muss es doch vielleicht einfach erstmal lesen. Steht denn das jetzt hier? Da. Blutbeschmierte Notizen. Erinnerung für mich selbst. Kleine Insel mit Ruinen oder einer Brücke aus roten Ziegeln. Das ist der Ort. Es sind noch Spuren von einem Lager auf der Insel. Ich werde die versunkenen Ruinen durchkämmen müssen. Dort ist eine Truhe zu sehen. Rostiges Skelliger-Schwert, ne. Einfach mal aufnehmen und gucken, wie viel es uns bringt. Wow! Genial. Das geht gleich wieder zurück. So, das war dann also hier, der Schatz, oder wie? Geil. Hat ja voll viel gebracht. Echt mega. Oder ist das etwa hier oben?
Ich denke mal, wir kommen hier nicht hoch. Zumindest nicht von dieser Richtung hier. Von dort wird es auch relativ schwierig. Nein. Von dort wird es nicht schwierig, sondern unmöglich. Also steigen wir mal wieder aufs Schiffchen. Kommen wir hier hoch? Gut. Wunderbar. Ich möchte hier gerne weiter segeln. Gut. Dann mal weiter. Wieder zurück. Ich finde es auf jeden Fall ganz gut, dass hier im Wasser irgendwie noch keine Ungeheure oder irgendwas anderes zu sehen sind. Boah, ein bisschen Sorge, dass das jetzt bald der Fall sein könnte. Deswegen will ich eigentlich nicht allzu weit fahren. Da sind auch schon mal wieder so ein paar Felsen. Müssten wir auch mal ein bisschen aufpassen. Ach, wieder so ein paar Betrunkene. Naja, die können ja für sich bleiben, ne? Würde ich mal so sagen. Aber wirklich muss man sagen, Velen ist schon eine ziemlich trostlose Gegend, oder Leute? Hier will man definitiv keinen Urlaub machen. Ich würde sagen, wir legen hier einfach mal an. Oh, hier ist ja schon gleich ein Fragezeichen, Dingens. Ich würde sagen, gucken wir uns das mal kurz an. Auf jeden Fall ist das schon mal ein Gegner. Oh, was ist das? Was ist denn das für ein Viech? Oh oh. Und was ist das denn für eine Tussi? Hallo, guten Tag. Was ist denn das für ein Viech, ey? Level 8. Ne? Oh, Alter. Okay. Okay. Alles gut, alles gut. Letzten Spielstand laden. Mal gucken, wo der uns hinführt. Er ist schon ein bisschen her. Ich hoffe jetzt nicht, dass es da ist, wo der Golem war oder so. Nee, das wäre jetzt nicht so geil. Ich habe nämlich auch vergessen zu speichern. Ah nee, das ist ja gut, okay. Ist hier gleich in der Nähe von der ollen Tussi. Aber ich glaube, mit der legen wir uns nicht an, sondern wir lesen am besten mal die Herrinnen des Waldes. Wenn ich das irgendwo finde. Das ist ja auch die Hauptquest, die wir hier weiterverfolgen wollen. Ist ja ganz klar. Oh, wo ist denn der Spaß hier? Leute. Da doch irgendwo. Da.
Herrinnen des Waldes, die Götter haben uns verlassen, die Mächtigen dieser Erde kümmert unser Schicksal nicht. Nur die Herrinnen des Waldes wachen über Velen. In schlimmen Stunden, wenn Krankheit und Hunger uns plagen, müssen wir die Herrinnen um Hilfe anflehen. Wenn sie es für angemessen halten, erhören sie uns und mildern die Schläge des Schicksals. So erfleht man die Hilfe der Herrinnen. Finde ein Kind, jung und unschuldig, und bringe es in den Buckelsumpf. Suche das Heiligtum der Herrinnen, dort beginnt der süße Pfad. Schicke das Kind auf diesen Pfad, auf das es dem Naschwerk folge und zu den guten Herrinnen finde. Dem Kind wird es nie wieder an irgendetwas mangeln, denn die Herrinnen sind freundlich und freigiebig. Sprich dein Anliegen vor ihrem Schreiner aus. Die guten Herrinnen werden dich hören, wie sie alles hören und sehen, was in ihrem Reich geschieht. Wenn du das Opfer einbringst, wie es verlangt wird, so wird deine Bitte erhört. Okay. Dann wollen wir uns mal weiter aufmachen, ne? Damit wir die Herrinnen des Waldes auch mal finden, ne? Also. Bis zum nächsten Mal. Auf unserem Abenteuer mit Geralt von Riva bei Let's Play The Witcher 3.